Die folgende Übung ist ein absoluter Muss bei der erektilen Dysfunktion, bei den Problemen mit der Prostata, bei den Problemen mit Verdauung, bei der Senkung der inneren Organe, Blasensenkung, Gebärmuttersenkung, Darmsenkung. Bei den Problemen mit dem Herz ist sie auch sehr wohltuend und sie wirkt dem Dauerstress wunderbar entgegen. Es geht heute um die Atmung, so wie sie von der Natur vorgesehen wurde. Und warum genau bei diesen Indikationen sie besonders wichtig ist, erkläre ich in den anderen Videos auf meinem YouTube-Kanal. Bitte abonnieren, damit du nichts verpasst. Natürlich auch für die gesunden Menschen ist diese Übung wunderschön. Sie sorgt auch für deine gelöste Aufrichtung des Körpers, für mehr Entspannung oder für mehr Energie. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Dein Zwerchfell ist die wichtigste Atemmuskel im Körper. Sie trennt unseren Körper in zwei Teile, Brustkorb und abdominaler Raum, Bauchhohlraum. Dieser Muskel funktioniert wie ein Kolben. Sie hilft uns, Luft reinzusaugen. Wenn Zwerchfell sich beim Einatmen anspannt und nach unten geht, kommt die Luft in die Lunge rein. Und wenn dein Zwerchfell sich vollständig entspannt, atmest du aus. Dabei massier dein Zwerchfell ganz nebenbei deine inneren Organe. Leert die ganzen Lymphknoten, die neben deinem Darm sich befinden, neben deinen Nieren. Du massierst die Lunge, das Herz, die Nieren, die Nebennieren, ganz wichtige Drüsen für die Produktion der Stresshormone, aber auch die Baustoffe für deine Geschlechtshormone, Testosteron, Östrogen, Progesteron. Du massierst die Leber, du massierst die Gallenblase, du massierst deinen Magen, deinen Darm. Sie freuen sich alle auf diese sanfte Art der Massage, mit der du dir gar nicht schaden kannst. Zwerchfell, wenn er elastisch ist, sorgt auch dafür, somatopsychisch, ja, Körper wirkt auf die Psyche auch, dass du dich sehr gelassen fühlst. Also ich lade dich ein, mit mir zusammen jetzt diese Übung zu machen. Lege dich entspannt hin, auf die Matte, auf dein Bett, egal wohin. Winkle deine Beine an und wir legen los. Am liebsten machst du diese Übung mit taktiler Kontrolle. Lege deine Hände auf den Bauch. Die Zeigefinger sind auf den Rippenbögen noch und die restlichen Finger am Bauch. Die sogenannte Bauchatmung, das ist natürlich falsch sozusagen. Ja, wir atmen nach wie vor in die Lunge ein, in die unteren Teile der Lunge, wenn du möchtest. Mit Hilfe vom Zwerchfell. Du achtest darauf, dass dein Brustkorb jetzt so ruhig bleibt wie möglich. Und dass dein Bauch sich tatsächlich wölbt. Was allerdings nicht durch die Arbeit der Bauchmuskulatur stattfindet, sondern um die Veränderung vom Druck durch die Bewegung von deinem Zwerchfell. Wir atmen aktiv in den Bauch sozusagen ein und passiv lässt du dein Zwerchfell locker und beobachtest nur, wie deine Ausatmung funktioniert. Und dann bleibst du eine Weile, bis du wieder wirklich Luft brauchst, mit dem lockeren Zwerchfell und spürst nach. Wir machen zusammen die Atemzüge. Bitte bleib dran. Jede nächste Ein- und Ausatmung wird deinem Körper sehr gut tun und deinen Geist in sehr entspannten Zustand bringen. Wir atmen ein und lassen Zwerchfell locker, atmen aus. Bleib ein bisschen, spüre nach. Und wieder ein. Beim Ausatmen lässt du nur dein Zwerchfell locker. Du atmest sehr langsam, sehr erholt aus. Das mag einfach aussehen, ist für manche nicht so einfach zu machen, insbesondere für die Leute mit dem krummen Rücken, insbesondere für die Leute mit tatsächlichen Problemen im abdominalen Raum, mit den Leuten mit Übergewicht.
Aber Übung macht den Meister und wir atmen wieder ein. Zusammen, schließ die Augen, Gesicht ist entspannt und aus. Bauch bleibt locker, auch wenn er nach unten geht. Hilf dir nicht mit dem Bauch. Dein Zwerchfell schafft es auch allein. Beckenboden bleibt auch ruhig in dieser Übung. Nachspüren. Bleibe die ganze Zeit mit der Aufmerksamkeit im Körper. Und nochmal ein, maximal den Bauch wölben, durch mehr Luft in der Lunge und wieder aus. Nachspüren. Und wenn du wieder Luft brauchst, wieder einatmen. Mit jeder Einatmung und Ausatmung bewegt sich dein Zwerchfell ein bisschen mehr. Du spürst mehr deine Atmung. Sauerstoff kommt in jede Zelle deines Körpers. Und wieder aus. Lass das einfach geschehen. Zwerchfell, stell dir ihn vor den Augen. Der wird ganz locker wie eine Kuppel. Kommt er nach oben. Im Idealfall so hoch bis zu der Mitte zwischen den Brustwarzen. Und das letzte Mal ist am schönsten. Wieder ausatmen, passiv ausatmen, Gesicht ist entspannt, Kiefer ist entspannt, Beckenboden entspannt. Strecke dich ein bisschen, spüre nach. Ich glaube, du bist jetzt viel entspannter als am Anfang der Einheit. Nicht unbedingt sofort, aber bitte schreibe mir in den Kommentaren, wie es dir geht nach dieser Übung. Besonders interessiert mich, wie du dich geistig jetzt fühlst, aber natürlich, wie nach und nach sich deine Sexualität verändert. Häufig sagt man, wenn wir gestresst sind, die Männer haben Probleme mit der Ausdauer, mit der Erektion, manchmal mit den Orgasmen auch. Die Frauen haben häufig Probleme mit den Orgasmen durch zu viel Stress. Und diese Übung lässt den Stress aus dem Körper einfach wegfließen. Unsere Leber und Nebennieren sorgen dafür, dass die Hormonproduktion optimiert wird. Eierstöcke und Hoden sowieso. Dein Darm funktioniert besser. Du spürst viel mehr Energie in deiner Lunge. Wahrscheinlich wirst du sogar merken, dass deine Beine leichter geworden sind. Und natürlich unser ganzes Programm, was wir jetzt im Intimfitness erste Schritte machen, mit meinen Online-Kursen machen, was wir im Rimbuilding und Imbuilding zusammen machen, wird viel, viel effektiver, wenn dein Zwerchfell locker ist und das Blut durch das Zwerchfell runter und hoch kommt und alles versorgen und reinigen kann. Die Lymphe fließt ganz, ganz entspannt. Die Nervensignale werden ideal übertragen. Und so weiter und so fort. Sehr einfache Übung, gerne abends vor dem Einschlafen, dann schläfst du noch besser durch, auf regelmäßige Basis. Und natürlich achte auf dein Zwerchfell immer wieder zwischendurch in deinem Alltag. Wenn du dir noch mehr Übungen für dein Zwerchfell wünschst, schreibe in den Kommentaren Zwerchfellübungen. Und ich mache noch Videos dazu, wenn ich 50 Kommentare mit diesem Wunsch sammle. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit dieser Übung und bald geht es mit der nächsten Übung für unsere Intimfitness.